Die Voraussetzung wird nicht erfüllt. Während ihr ein Schwert führt, ja, ich tue glaube ich gar kein Schwert führen, aber was soll's. Anders wie ich, ich schätze irgendwie nicht einführen hier. Ich kann das blöde Siegelteil da nicht reinpacken. Die Hilfe. In der Mitte, in der Mitte. Ja, geht nicht. Oh. Da steht die blauen schon. Geht auch nicht. Was? Ich kann nirgendwo irgendwas reinpacken. Was, du kannst da gar keinen reinpacken. Ja, geht nicht. Was, wieso das denn nicht? Ja, weiß ich doch nicht. Ich bin doch kein Arzt. Das Ding da in der Mitte, oder? Weiß ich nicht. Noch nie? Nein, hab ich noch nie, geht nicht. Hast du den freigeschaltet irgendwie? Weiß ich nicht. Ja, vielleicht hast du den noch gar nicht freigeschaltet in der Mitte. Soll man den denn nicht mehr freischalten in der Mitte? Ja, indem wir irgendwas. Indem wir zu dem hinarbeitest hier, zu diesen. Du tust einen von denen gegenüber aktivieren und dann tust du den in der Mitte aktivieren. Glaube ich. Geht nicht. Also nicht. Ja, jetzt hast du ja keinen Paragon-Punkt. Muss mal gucken. Den die ganze Zeit nicht aktiviert gehabt. Das war auch noch Bonus. Ah! Oh Gott! Nein! Oh Gott, nein, 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 das Ding explodiert. Mach das Ding einfach. Oh Gott, mich hat der nicht! Nein! Oh, bitte. Ich muss warten. Ah! Oh Gott. Oh nein, mach diesen Ding ja kaputt. Diese Blasen. Nein, geht kaputt. Oh nein, nein, nein. So. Oh, jetzt hab ich. Immer noch steht da jetzt bei dir 11 bei Wiederbelegungen. Ne, 12. Bei mir auch. Okay. Ich nehme an, wenn wir uns selber wiederbeleben. Okay. Ich hätte mal gedacht, irgendwie, wenn wir uns gegenseitig wiederbeleben, wird das auch abgezogen. Ja, habe ich auch wieder. Dann macht es ja irgendwie ein bisschen einfacher dann. Ja. Ich habe gedacht, wir haben so limitierte Wiederbelebung. Der letzte hat vielleicht ein bisschen schwieriger gemacht. Oh Gott. Alter! Ganz ruhig, du hast doch voll viele legendäre Klamotten. Ich muss warten. Boah, kaum Vertränke. Nein, das schon wieder so dick. Komm, diese ganzen Blasen die ganze Zeit her. Da schon wieder eine. Ah. Wo kommt die ganze Zeit her? Oh, oh, legendärer Beinschutz, heilig. Legendär, heilig? Ja. Okay. Da müsste ja, viel besser. Ja, ich wollte gerade sagen, da müsste eine Menge höhere Werte haben. Erhöhte, wenn ihr irgendeine Art von Schaden. Also, wenn ich irgendeine Art von Schaden mache, erhöht ich mehr, halt ich mehr Rücken. Ich habe hier irgendwas Blaues hier. Grabschütze ist verleugnet, den Albtraum-Siegel. Ich habe hier nichts. Okay. So, habe ich wieder irgendwie so was, um so ein Albtraum-Ding in hier freizuschalten. Okay. Weil jetzt Albtraum Siegel Stufe 2. Okay. Wir spielen gerade Stufe 1, glaube ich. Ich brauche mal Tränke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich bin vielleicht eine Menge Schaden. Glaube ich. Oh ja.
Nein, ich freue mich an den hoch ein. Ich bin noch nicht bereit. Okay. Glöfe, tödliche Flinkheit. Das freut mich, dass du da alle möglichen Scheiß findest. Oh Gott, sind hier eine Menge Gegner. Oh Gott, das ist wieder so eine Blase. Boah, ich wünschte, ich hätte mein Schild noch, ey. Dann könnte ich dann immer schön abtreiben. Halt mich hoch, ihr Kollegen. Ich muss warten. Leider schon wieder so ein Ding. Well, Wicht. Ich bin noch nicht bereit. Okay. Okay. Ja, jetzt definitiv wieder härter. Ja, jetzt macht er wieder den Schlag. Ne? Wer so ein Albtraum sie? Okay. Au. Was hat denn schon wieder her? Okay, oh, da. Oh Mann, der hat sein eigenes Schutzschild, ja. Alter, ich will da nicht rein. Alter, der Kampf, den musst du alleine austragen, ja? Genau das meine ich. Ach, diese blöden Blasen, ey. Aua, aua. Aua, aua. Nein, geh weg, du wirklich. Oh nein. Der verfolgt mich sogar. Verdammt nochmal! Ah, wer ist er denn? Wo kommt er denn? Der hat mich gerade gekillt. Aua. Ach, da bist du. Folger erster Mart. Der nervt übrigens mit deinem Schild, ey. Ich will da nicht unter den Schild, ey. Ja, ich kümmere mich doch schon um den. Oh, jetzt da weg. Oh nein, 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 irgendwas Blaues fallen gelassen. Ja, so ein Schlüssel. Nein. Blöde Blase. Also, eine Skelette. Immer das Reflex auf die rauskommt. Oh, Deck, ich habe Drecksarbeiter gelesen. Drecksarbeiter, geil. Ich habe eine Truhe gehört. Ich bin noch nicht bereit. Ein kleines Ding hier aufgemacht. Wir kommen ganz langsam auf uns zu. Oh, da kommt der nächste. Ah, der hier ist Stücke. Ja. Ja, der war ein bisschen schwieriger. Zur letzte.
Jedes Mal, wenn wir Gegner töten, kommt so eine scheiß Blase. Ja. Aber einige Gegner. Als der eine gerade gestorben ist, ist ein Stück Fleisch durch die Luft geflogen, nachdem der gestorben war. Ja. Ja, aus dem Stück Fleisch wurde dann so eine Blase. Was? Waffenständer. Eine heilige weiße Holzaxt, geil. Ach hier. Nein, ich muss wegrennen. Oh nein. Dann hast du direkt da weiter. Stimmt, gefällig dir einer. Ja, das Skelett hier, das hat so Geräusch, Mann. Ich höre manchmal so. Naja, ich tue dir wieder beleben. So, eine Sekunde, ich muss wieder. Boom, mehr Stärke. So. Nimm das! Nicht da reinpacken. Ich hab da jetzt den scheiß Sockel freigeschaltet. Das geht immer noch nicht. Obwohl, nee, wieso das nicht geht? Das ist ein Tagebuch, Daniel. Warum sehe ich das nicht? Ich sehe immer noch blau und denke mir so, ne. Brauche ich nicht. Wir haben das sinkende Schiff verlassen und in dieser Höhle Schutz gesucht. Bis der Sturm vorbei ist. Weiß ich nicht, warum das bei denen nicht geht. Bei mir ist das schon seit Ewigkeiten. Sie schwören, dass es nicht nur der Sturm war, der uns vom Kurs abgebracht hat. Einige behaupten, jemand hätte uns beobachtet, als wir mit den Ruderbooten anlegten. Ich muss ja mal einen Part angucken, wie das bei mir aussieht. Ja, vielleicht machst du ja wie damals hier mit dem Fähigkeiten irgendwas anderes, keine Ahnung. Es ist nicht gerade hilfreich, dass jeder Seemann Legenden über diese Strände erzählt. Oh, ihr könnt das ganze Ding sehen. Angeblich versteckte sich hier einst der gnadenlose Kapitän Morador mit seiner Besatzung. Ich habe bei mir in der Mitte so ein Ding, das heißt Glyphensockel. Die sehen alle gleich aus, die blöden Dragonen. Ja. Alle gleich aufgebaut. Und ich habe den Sockel jetzt freigeschaltet, aber ich kann da nichts reinpacken. Wenn du auf den, wenn du auf das Ding drauf gehst, kommst du da nicht nach unten irgendwie? Ja, also, oder bist du dann da unten da in diesem Menü, wo diese ganzen Glyphen sind? Ich hab nichts gesagt, Daniel. Ich hab nichts gesagt. Alles klar. Was war das Problem? Ich will nicht darüber reden. Ja, gut. Ich hab den linken Analogstick gewechselt, da steht zu Glyphen wechseln. Und dann habe ich gedacht, warum steht da nirgendwo, dass ich die Glyphen auswählen kann? Linken Analog zu Glyphen wechseln? Ja, da unten steht zu Glyphen wechseln, wenn du auf den linken Analogstick gehst. Okay. Da kannst du dir deine Glyphen angucken und ich habe gedacht, von da aus kannst du das Ding dann da reinpacken. Ja, nee, muss einfach nur, was auch immer bei dir X ist, A oder B. Ich habe auch ein X, Daniel. Dann drückt das doch. Ja, da muss ich ja mal angucken, welches du da reinpacken willst. Welches am besten für dich ist. Ich will immer nur Sachen da reinpacken, die Stärke geben. Nein!
sorgt dafür, dass mindestens ein Abenteuer überlebt. Oh nein, wir müssen die beschützen. Ja, wer beschützt uns? Lebt er noch? Ja. Also okay, ne? Überhaupt nicht, was hier los ist. Oh, so ein Gegner und ein Zauber. Aber nicht vor, du ihn gerade weggezogen hast. Oh. Oh. Große leuchtende Truhe. Oh, legendäres Amulett. Oh, ich will auch legendär. Aber nicht heilig, also. Dann darf ich sowieso die ganze Zeit noch goldene Sachen nehmen. Brauche ich ja nicht auf die Dinge achten. Ja, bloß hat die meisten Werte jetzt hat. Da hat er. Ich brauche nicht auf die Werte jetzt, auf die Fähigkeiten achten. So, jetzt müssen wir uns mit dem Boss kloppen, glaube ich. Das wird lustig. Ja. Episch, ehrlich gesagt, Daniel, der Kampf hier. Ja. Ich glaube, ohne meinen Skill wäre das nicht so gut gegangen. Aua. Ohne meine Tentakel, Daniel. Wir haben den Tag gerettet. Ja, jetzt kommt erstmal leichter Boss, ne? Wo kommt diese Dinger her? Ich glaube, Daniel, das sind deine Blasen in deinen Füßen. Du läufst die ganze Zeit in diesen dreckigen Schuhen rum. Hier ist noch irgendwas. Ich bin ein Zauberer, Daniel. Ich bin ein Zauberer. Das ist ein Zauberer, Harry. Komm schon, Harry, du bist der Auserwählte. Ich weiß, was du erzählst, Daniel. Oh. Go on, Harry, your turn. But one, what if I can't get it up? I'm so nervous. Oh, Wingardium Leviosa. Das ist so bekloppt, ey. Manchmal mache ich das bei meiner Mutter. Ich mache einfach nur Leviosa. Und die gucken mich. Oh, jetzt beginnt der richtige Albtraum. Wortwörtlich ertrunkene Hexe. Oh, Scheiße. Ah. Das soll eine Hexe sein? Das sieht aus wie ein Troll. Ich glaube nicht, dass ich mich konzentrieren kann. Sie ist zu heiß. Das Geheimnis. Oh, fucking hell. Das Geheimnis ist immer in Bewegung bleiben, Daniel. Alter! Reiß der Party! Oh nein, da sind wir ja so Blasen. Natürlich sind wir Blasen. Ah, so dran. Ich bin noch nicht bereit. Oh, Tränke. Gib. Drauf. Okay. Ja, Baby.
Rente, Heilige, legendär. Teamarbeit. Was hat ja erwachter Glyphenstein. So, was ist das denn? Also bei der Hause hier so eine Barriere? Ja, ja. Oh, damit können wir unsere Glyphen hochleveln. Okay. Ja, wenn der ein Schwert trägt. Ja. Glyphe aufwerten. Ja, warum nicht? Wie viele Punkte habe ich? 15. Umstand. Okay. Ich glaube, meine Glyphen sind jetzt stärker. So, was ist das hier? Glücksbringender Reif. Legendäres Dingen. Ah, warum nicht? So, ich habe legendären Sachen bekommen, aber die sind noch schwächer als meine goldenen. Ich habe legendäre heilige Sachen. Ich will auch. Ist nichts für dich. Was zum Teufel? Daniel, ich hab. Okay. What? Das ist interessant, Daniel. Was ist? Ich weiß gar nicht, was. Oh, warum kann ich das nicht mit dir. Fucking hell, scheiße. Wenn ich dir das geben könnte, Daniel, ich hab ein heiliges Zweihandschwert legendär. Oh. Ich kann damit aber nichts anfangen. Aber ich habe darauf wollte ich nicht hinaus. Ich habe hier so einen Gegenstand, da steht einfach nur heiliger Kopfschutz. Das ist so eine ähnliche Farbe wie das einzigartige Ding von Lilith. Okay. Da steht nur heiliger Kopfschutz. Da steht nicht, was das ist. Hm. Habe ich auch irgendwie mit. Steht da irgendwie einzigartig irgendwo? Ja! Yeah! Weil sieht das gut aus oder was? Nein, das sieht aus wie jeder andere Helm auch. Aber das hat einen sehr interessanten Effekt. Knochenspeer, das ist eine fähige Attacke, die ich benutze. Die wird dadurch noch aufgebessert, ey. Knochenspeer hinterlässt auf seinem Weg Echos, die explodieren und 800 Schaden verursachen, der sich pro 30% euren Bonus auf kritischen Trefferschaden um 5% erhöht. Okay. Alter. Das ist sogar besser als mein aktueller Helm. Ja, ich nehme jetzt an, du hast jetzt keine Quest mehr, die Albtraum Dungeons heißt, ne? Ich guck mal eben. Bei mir ist die Herstellung von Siegeln steht da. Vielleicht mit dem hier an. Ja, die habe ich auch jetzt bekommen. Aber die andere hast du nicht mehr, ne? Lass mal gucken. Herstellen von Siegeln, bla bla. So eine weiße Quest hier wieder. Albtraum Dungeons. Ich guck grad mal. Nö, habe ich glaube ich nicht. Ich habe nur Herstellen von Siegeln. Herstellung von Siegeln. Ja, weil ich meine ja nicht aktiviert hatte. Wir haben ja deine, wir haben ja deine benutzt, deswegen. Ich muss die noch machen anscheinend. Ja, lass mich die mal kurz aktivieren, ne? War direkt in die nächste. Das macht Spaß. Ja. Können wir vielleicht vorher irgendwo in die Stadt gehen? Ja, ja. Ich habe ein bisschen zu viele Sachen. Oh, ich würde dir gerne dieses scheiß Schwert geben, aber warum kann man das nicht hier handeln, Alter? Fucking hell, das ist doch scheiße. Was hat denn da drauf? Entfernte Gegner werden mit einer Chance von betäubt, wenn sie euch treffen. Okay. Ja, ich werde schon meine Sachen finden. Oh, ich tue mal die eine Quest schon mal. Sieger verbrauchen, um ein Albtraum Dungeon in standhafte Kaserne zu aktivieren. Ja. Das muss er da annehmen. Muss ich auch. Ja, das war aber ganz schön heftig, ey. Ja. So, dann gehen wir mal. Ja, erstmal wieder finden, wo das ist, ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht den Helm, den ich da gefunden habe, ob das ein einzigartiger Gegenstand, da steht nur heiliger. Da steht nicht, was für ein Gegenstand das ist. Also ich habe hier diesen einen Ring von Lilith, da steht auch da drunter als einzigartiger. Da steht einzigartig, aber hier steht nicht mal einzigartig, da steht nur heiliger Kopfschutz.
Okay. Wohl nicht. Also das ist nicht golden oder so. Das hat dieselbe Farbe wie dieser einzigartige Ring. Vielleicht hast du das bekommen, als du diese Dungeon gerade, also als er deine Quest erledigt hat, die Albtraum Dungeon Quest. Das weiß ich nicht, du. Ich guck mal, ob ich was bekomme danach. Wo ist Kiowa Stadt? Hier. Mal Sachen verkaufen. Ich muss jetzt mal gucken, was ich für Sachen anziehe, ey. Das wird jetzt wieder nervig, ey. Ja, ich finde, die Wahl ist jetzt eigentlich relativ einfach. Wenn du jetzt legendäre heilige Sachen bekommst, dann rüstest du die aus, ne? Ja, ja. Aber einige von den... Ja, stimmt. Einige von meinen Aspekten will ich nicht verlieren. Ja, den Typ, mit dem wir reden müssen, ist auch hier. Dem Jahr. Ja, hab ich gerade gesehen. So. Ich tue eine Menge neue Designs jetzt hier wieder freischalten. Das war gut. Weil ich viele legendären Sachen jetzt hier finde und nicht. Die sind nicht gut genug. Okay, zwei. Aber. Ja, jetzt müssen wir definitiv wieder aufpassen. Ne? Jetzt können wir nicht im Tiefschlaf hier wieder spielen. Ne? Ja, das ist mir wir. Ich bin zweimal verrückt. Das war doch scheiße. Ich war aber auch sehr oft dran, mal zu feigen. Ja. Ich schaffe es nur immer mit meinen katzenartigen Reflexen noch in letzter Zeit einen Trank einzusetzen. In letzter Sekunde einen Trank einzusetzen. Alles klar, alles klar. Daniel ist wie eine scheiß Katze. Ich fülle einfach meine Truhe mit legendären Klamotten. Das könnte jetzt bei mir hier ein bisschen dauern, bis ich mal alles auf die Reihe gekriegt habe. Ja, ich tue währenddessen mal. Gucken wir mal, mein Aussehen jetzt hier. Ein bisschen an mein Aussehen arbeiten. Ich muss warten. Warte mal, ja, ist freigeschaltet. War so ein Golem. Das ist wie so ein griechischer Roboter. Das ist sogar der Typ hier, der die mit dem der hier die Sachen extrahieren und so, den Kodex, der macht und das Ganze, der ist sogar der Typ, mit dem wir reden müssen. Oder nicht? Ja, da ist der. Ich stehe hier gerade bei dem Daddel. Das ist der Okkultist, mit dem wir reden müssen. Warum habe ich denn nicht hier diese coole Klinge? Oh, die sieht auch cool aus. Boah, ich will zwei Schwerter haben. Ich habe so ein blaues und so einen roten Schwertskin. Ja, nee, das wird zweihändige. Nein. Ich habe gedacht, ich kann hier einmal so ein rotes und einmal so ein blaues Schwert ausrüsten. Das wäre voll cool. Boom. So. Ho. Ja, das wird das Schwert des Hauptcharakters aus Final Fantasy 10. Alles klar. Boah. Mein Equipment sieht ja irgendwie voll magisch aus. Ich habe hier so eine blaue Klinge und so einen roten Kolben am Rücken. Okay. Wo habe ich noch so eine rote Keule irgendwie so als Einhandwaffe. Von Barbaren habe ich irgendwie voll exklusive Zeichen. Hast du schon mit dem geredet? Nee, noch nicht. Ich bin hier gerade am Machen. So. Okay, ich habe noch ein anderes Siegel von anderen Dungeons. Die Mächte sind um euch am Werk. Dienen sie euch? Ja, ich habe auch gerade welche gefunden. Es spielt keine Rolle. Ich werde euch das Okkulte lehren. Beginnen wir mit der Herstellung eines Siegels. Herstellung? Ach so, jetzt können wir uns so Dinger freischalten, herstellen, mit dem wir Albtraum Dungeons mal freischalten können oder was? Ah, okay. Mache ich mal. Müssen wir ja machen, um die Albtraum Siegel Stufe 16 bis 20. Oh Gott. Das war gerade Level 1, was wir gemacht haben. Ich mache jetzt hier irgendwas. Das ist ein gutes die Quest abzuschließen. Ich glaube, ich jetzt ein Siegel hergestellt. Da. Ich bin zwei Stufe 1 und ein 2 Stufe 2.
Ja, schon mit Level 1 Problem hatten. Ich finde doch irgendwas hier. Wir sind doch hier im zersplitterten Gipfel. Ne, mir fehlen noch 10 Punkte. Ja, hast du vorhin schon gesagt. Ja, also lass irgendwas hier machen. Irgendwie, weil nicht irgendwie ein Gebiet oder so aufdenken. Da oben ist noch was, was wir nicht aufgedeckt haben. Um die restlichen Punkte zu bekommen. Dann kriegen wir noch ein paar Paragon-Punkte. 4 Stück. Die können uns bestimmt sehr helfen. Also irgendwas hier in diesem Gebiet noch machen. Ganz schnell. Ja, können wir gerne machen. Hier ist noch ein Gebiet, das wir nicht aufgedeckt haben. Da ist noch eins. Da habe ich aber nichts so an Rüstungsskins so freigeschaltet. Schade. Waffen des Lichts. Ja, die ändert natürlich schon aber keine heiligen Sachen jetzt verkaufen, leider. Ich gehe mal zu den Obolus-Kollegen. Vielleicht kriege ich ja mal was. Jetzt im Tränke. Ich glaube, da müssen wir der 65 sein, ne? Ne, Level 60. Das kann auch ein bisschen dauern. Ja. Also 60 oder 65? 60. So, jetzt die Quest immer noch. Sieht nur so aus. Ich vergesse jedes Mal, wo der ist. Der Obolus-Typ hier. Das ist der, wie heißt der? Nicht Okkultist. Kuriositätenhändler. Ja, aber wo der ist, weiß ich nicht. Ja, auch nicht. Ist er nicht. Gibt's denn hier nicht? Ja, Daniel, das ist Kyovashat, hier gibt's alles. Der ist da. Das Geldzeichen müsste der. Ja, warte mal, das Geldzeichen müsste der sein. Das ist doch der Typ, der da drinnen hockt, hier. Ja, da, hier drin ist der. Dann vergesse der ich, da. Und vergesse ich die ganze Zeit, wie den sein Ding jetzt aussieht. So, ja, gute Frage, was will ich nicht? Schwert? Das ist blau, was soll ich damit? Also war auch heilig. Darin steckt nicht wenig Magie. Pech gehabt. Und okay, da hat es nicht so gemacht. Nur Mist bekommen. Immer Geld zurück. Ich spiele hier einen Kopf an diesen Baumann. Oh, noch nicht mal Skins. Ich nehm's. Das ist interessant. Wo bist denn du? Betrachte dich mal. Ja, ich habe mich optisch nicht verändert, also da brauchst du nicht gucken. Ich tue ja gerade ein paar Sachen aufbessern. Weißt du? Ja, ich sehe es. Ganzen Sachen sind ja schon hochgelevelt. Bei mir ist gar nichts hochgelevelt. Aua. Warte mal, du kannst einen Zauberstab unten und so ein anderes Ding in deiner Hand tragen. Ja, das eine, das ist ein Fokus. Der gibt hat auch Fähigkeiten, also ich kann mit dem Teil nicht angreifen oder so. Auf Werte. Ich kann halt aber auch so machen, dass ich eine zwei Hand setze. Dann habe ich nur das eine Ding in der Hand. Aber wenn mein Zauber, da kann ich irgendwie ein Messer und dann irgendwie, weiß nicht, so ein Buch oder irgendwie so eine Kugel oder so ausrüsten oder nur einen Zauberstab mit zwei Händen. Okay. Ich habe gedacht, da wäre bei dir auch so. Ja, nee. bei dir sind wahrscheinlich die Zauberstäbe hier so Sensen und sowas. Also du kannst entweder die Sense in zwei Händen und einmal
so eine Waffe und dann noch irgendwas in deine Nebenhand. Das ist mehr. Das ist das, weil ich die ganze Zeit in der Hand da am Weben habe. Immer so ein Schädel in der Hand am. Ja, ja. Ja, das ist ein Fokus, den habe ich immer halt in der Hand. Ja. Aber du kannst auch nur eine Sense haben, ne? Dann hast du ja, genau, dann habe ich aber. Ich finde das besser, wenn ich zwei Sachen habe. Ich ja nur, wenn ich die Sense habe, habe ich ja nur den Bonus von der Sense. Ja, ist mir auch aufgefallen. Beim Zauberer fand ich halt auch irgendwie. Wenn du zwei Sachen hast, das halt mehr Werte. Du kannst das nicht nochmal aufwerten. Weil du kein Geld hast. Oh, ich hab. Scheiße, ich hab. Oder keine Materialien oder irgendwie sowas. Ja, fuck. Sind die Materialien ausgegangen? Nein! Ja, da musst du mehr zerstören. Wie oft habe ich dir als Barbar schon gesagt, du musst mehr zerstören? Vom Töten kriegen wir keine Ressourcen. Du musst auch Zeugs kaputt machen. Ich bin gleich fertig. Das habe ich bestimmt in jedem einzelnen Part gesagt. Das ist so mein Running Gag. Na gut. Kann ich das halt nicht maximieren, aber wenigstens ein bisschen aufwerten. Zwei Gebiete müssen wir entdecken. Weil eins von denen gibt 5. Und dann kriegen wir jetzt sehen, ich weiß ja nicht, was du für ein Level hast da. Also nicht. Da will ich auch hoffen, du Pizza. Dass hier die Münze wert ist. Wenn ich sterbe, verklage ich dich. Ja, das kann ich nicht nochmal aufwerten. Würde mich halt ein bisschen vorbereiten, damit ich nicht nochmal so sterbe. Was ist das denn für ein Titel? Präfix 5 MS Schatten EFS Dunkelheit. Ich glaube nicht, dass das so sein soll. Die Höllenflügel ist in mehreren Gebieten aufgestiegen. Oh Gott, was ist denn hier auf einmal los auf der Karte? Es ist auf einmal rot. Das ist jetzt im PvP oder was? Nee. Da stand gerade irgendwas von Höllenfluten. Ja, das ist eine Höllenflut. Die das Pest ist ja auch irgendwie frei. Die Pest hat sich ausgebreitet. Ja. Was ist mit Zoll? Blau und rot. Das eine ist Frostmoor und das andere ist das Soul-Ding. Was weiß ich, wie das heißt. Waffen. Ja, nee, ja. Deine Haare. Wovon ich rede. Ja, stimmt. Genau, was ist das eigentlich wieder für ein Ge. Alter, was zum Teufel? Aua! Level 58. Gott. Ja, guck mal. Was hier mit auf sich hat. Kann man schon mal hier sehen. Ich hab. Gerade, weil ich hab die blöde Quest von dem Dämon nicht gemacht. Scheiße. Also, ja. Na, verdammt. Das ist die Ellie. Sie ist tot. Ja, wollte ich gerade sagen. Haben wir schon erledigt. Ich bin Rasse. Ich bin noch nicht bereit. Bist du das? Ich bin noch nicht bereit. Jo. Hör auf zu rasseln, sonst rassel ich dir einen über. Eine Glyphe Magie habe ich. Ich bin noch nicht.
Okay, warum hinten hier immer noch Feuer? So, manchmal haben wir doch vorhin gesehen. Gequälte Geschenk des Schutzes. Ah! Hier ist irgendwas. Benötigt 75 Glut. Oh. Die Dinger, die wir hier einfach. Hälfte. Ja, mein Knochenspender lässt jetzt so Kugeln, die explodieren, ey. Mhm. So, hier ist das Gebiet von vorne noch nicht. Ja, konnte haben. Schrein von Elif. Sein, was uns noch ansehen fehlt oder was? Ja. Ich bin noch nicht. Also bei mir fehlen jetzt nur noch 5. Ich weiß nicht, wie viel bei dir noch fehlt. Weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich hast du schon 2 Scheiße. Du bist ja immer irgendwie so ein paar Punkte mehr als ich. Ja, aber vorhin hattest du ja auch in dem einen Gebiet mehr Ansehen. So, hier ist eine Erdsader. Weil du Materialien brauchst. Ich weiß ja nicht, was du da brauchst. Irgendwas Legendäres. Ich brauche irgendwie Sachen. Leider nicht. So, Rohmaterialien habe ich mehr als genug. Ey. Was ist das denn für ein Vieh? Huschende Monster. Was ist das denn für ein Vieh? Warte mal, schau mal. So irgendwie lang, nicht. So lang Bein. Ja, okay, ja. Ja, ich würde gerne. Zum Boden geschossen. Ja, mal die Quest hier annehmen. Ich bin noch nicht bereit. Das hat irgendwann auf dem Weg. Hier. Wenn ich das angesehen könnte. Geheimnis der Quelle. Vielleicht fehlt uns das noch an Ansehen. Oder nicht? So. Paragon-Punkten. Ja, er ist auf dem Weg, also lass mal da hingehen. Also, da ist auch irgendwie was hier von dieser Höllenflut. Mal gucken, was es damit auf sich hat. Oh Gott! Für Schaden, der mir einen Schlag gemacht hat. Das blöde Axttief, ja. Ich habe hier so einen netten Aspekt, wenn ich Schaden, während ich ange... Das ist eigentlich die perfekte... Solange ich Schaden mache, nehme ich weniger Schaden. Damit dein Skelett... In Kombination mit einem anderen Aspekt, während ich mich nicht bewege, mache ich mehr Schaden. Paolo, komm her. Schnell. Na, zählt halt auch mit deinen Skeletten. Die machen ja auch Schaden. Ich glaube nicht, dass das mit meinen Skeletten zählt. Oh. Ah! Ich kann nicht mit überrannt werden. Ich bin mitten im Geschehen, Alter! Der Schwudel ist geöffnet, kommt meine Tiere! Mach sie fertig! Keine Gnade! Oh, das war's schon.
Ja, war das immer richtig geil, so riesige Schlachten, ey. Hätte mich beinahe erwischt, ey. Ja. Schon beinahe ein paar Mal. Bleib mal auf. Oh Gott. Paragon Punkt. Ich muss müssen wir machen. Löst das Rätsel der Nachricht. Ja, Rätsel. Ich denke, irgendwie nichts davon machen kann. Er leuchtet so komisch, was ist mit dem? Ah, er hat mich niedergestreckt, bevor er noch gestorben ist. Ey. Da kann er meine Fähigkeiten jetzt fertig. Das tiefe Weiß. Ich bin noch nicht bereit. So. Was müssen wir machen? Müssen schon ein bisschen mehr Tipps geben. Löst das Rätsel der Nachricht. Ich habe eine merkwürdige Notiz mit einem Rätsel gefunden. Ein Hort der Wärme, winterlichen Reigen. Die Natur wird den Geduldigen Gnade zeigen. Hallo. Sollen wir warten oder was? Ich muss mir so ein paar Paragon-Punkte ein. Also ein. Gib mir ein Schwert. Warte mal, ja. Was nehme ich denn hier? Warte, ja. Warte mal, geduldig. Irgendwas. Grüße. Schon wieder irgend so ein Emote oder so machen hier. Seht. Wartet. Okay, ich habe warten gemacht. Oh, hat sogar geklappt. Muss ich das jetzt auch noch machen? Nicht weitergehen. Oh, ich muss das extra noch wieder reinpacken. Boah, wie geht's? Ja, jetzt hab ich. Hab's schon, vier Paragon-Punkte für einen, für alle Charakter auf diesem Realm freigeschaltet. Nice. Alter. Da ist bei mir hier so eine Truhe aufgetaucht. Okay, ich habe die Truhe gar nicht gesehen. Die ist wahrscheinlich die. Ich hätte das gar nicht machen müssen, wahrscheinlich. Yeah, Belohnung verfügbar. Haben wir das jetzt? Nein, ich muss bei dir nachen. Also ich habe meine jetzt. Ja, einfordern. Mal auf, es regnet Flammen vom Himmel. Hier ist er. Ah, nee, warte, hier ist nicht richtig. Mal gucken, erstmal. So, muss mal gucken, wie ich jetzt hier lang gehe mit dem Ding. Ah, was macht noch mal Willenskraft? Mein Charakter. Verwältigungsschaden. Äh.
warum nicht? So, und noch einen seltenen Knoten. Wir haben eine ganze Menge von den Dingern bekommen. Wer weiß. Wieder die Fehler, um normal gut zum Freischalt von gequälten Geschenken zu erhalten. Sinn. Da lang, ne? Okay. Wir sollen eine Glyphen verteilen. Ja. Auch gerne. So, jetzt gucken wir mal, was es mit dem einen Ding da auf sich hat. Weil wir genug Dinger haben. Ich weiß noch nicht, wie man da hinkommt. Das ist irgendwie so. Hier ist so eine Art Boss oder so. Elite Gegner. Oh! Okay, das ist nur Elite, okay. Da war ein Boss. Die lassen übelst viele Materialien fallen, ne? Kräuterexperte. Ja. Ja, habe ich auch gerade bekommen. So, das hat mit der Höllenflut zu tun, oder? Die lassen übelst viele Materialien fallen. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Jetzt siehst du halt auf der Karte. Ja, das ja, so eine Rakete. Ja. Wenn ich jetzt wüsste, wie man da hinkommt, ne? Oder ist halt einfach nur eher so der Mittelpunkt von dem Ding. Und da ist irgendwie kein Weg da. Oder ist das ein Weg? Blutsteigt steht da drauf. Tötet Feinde und schließt Aktivitäten ab, um abnormale Blut zu feiern und von gequälten Geschenken zu erhalten. Ha, ha, ha. Was? Ja, ein bisschen. Wo bist du? Weiß ich nicht. Wieso? Wieso war der verschwunden? Weil du bist bei mir auch verschwunden. Da bist du ja. Halt Gesicht geschaffen. Ich glaube, du hast dich gerade irgendwie direkt teleportiert oder so. Nee. Ja, ich weiß nicht, ob man irgendwie da hin muss oder so. Nein, da kannst du nicht hin. Klick doch mal da drauf auf der Karte. Da steht nur die Flut, da steht auf der rote Ding, die Flut steigt. Okay. Und dann gehen wir mal jetzt so eine Truhe oder was, was auch immer ist. Also das ist einfach hier nur so ein Marker hier, so ja. In diesem Gebiet ungefähr ist das jetzt gerade aktiviert, oder was? Kann ich machen, ne? Nein, ich will das nicht. Also ich will das untersuchen, aber jetzt noch nicht. Boah, nicht. Wie ganze Gegner auf einmal her. Hebt 100 Glut im Höllensturm auf. Ich bin noch nicht bereit. Hebt 100 Glut im Höllensturm auf. Zeigt das mir das denn jetzt zweimal an? Infernale Beute und infernale Kameradschaft. So, ist das hier irgendwie was? Benötigt 75 Glut. Mach ich mal auf. So. Kannst du halt auch noch öffnen? Ja. So, ich habe. Wanderhaube heilig, danke. Ja. Ich habe jetzt einen legendären Gegenstand, der heilig ist, aber schwächer ist als mein goldener Heiliger. Okay. Ich habe einfach nur so ein goldenes Teil bekommen. It is no way that it besser ist als mein. Den Helm, den kannst du sogar. Ich glaube, das ist ein einzigartiges. Steht zwar nicht da, aber. Das kannst du sogar fünfmal aufwerten, ey.
Normalerweise kannst du die Sachen nur viermal aufwerten. Ich muss ja, das ist noch eine Truhe. Guck mal mit dem Farm. Gucken wir mal. Dagegen gerannt. So, jetzt auch noch so eine Truhe. Boah. Ja, da kommt auch noch. Boah, da, da, da. Das sind immer erst nur so 5 Gegner und dann sind da auf einmal 20. Ja. Wer ist ich? Komm her. Ich schub dich zum Vegas. Vegas willst du nicht hin, der ist brutal. So, hier ist noch so eine Truhe. 150? 150? Boah. Ich dachte, ich kann die jetzt auch noch schnell öffnen. Ey. Boah, du. Ich gucke immer nur eine Sekunde weg, auf einmal. Und der Jäger. Ich bin noch nicht nicht, ob ich noch bis dahin hinfahre. Ich habe jetzt 88. Ich nehme an, da ist dann noch krasseres Zeug drin. Ne? Ich habe jetzt 62. Ja. Da muss auch noch irgendwo eine. Ja, 75 halt, können wir ja mal gucken. Felsen ist übel im Bündnis. Der Dreck explodieren in Viecher. Bestimmt ja voll super zum Level. Ich habe 100 da oben. 77. Ja, ich habe 98. Nein. Mal wie viel dafür brauchen. Ja, daher, da müssen wir hin. Ja, du schaffst die Gegner schon. So, für die brauchen wir 125. Ja, super. Du bist an deinen ganzen Gegnern vorbeigekommen. Bist du geritten oder was? Ja. Ja, du bist da, ey. Warte, ich komm. Lass die Finger von dem Vegas. Ich bin gelaufen, ich Idiot. So, was ist denn hier los? Das ist ein Ereignis. Das ist ein Tornado. Da sind sehr viele Gegner. Da ist er weg, nice. Paragon, Punkt! Ich bin noch nicht bereit. Du bist da. Ha! Du bist geschubst! Oh, Glyphe! Ja, damit! Rauferei! Jetzt wird geraucht. Ich glaube, wir sollten mal hier reingehen, ne? Ich glaube, die ganze Zeit Gegner außerhalb von diesem Gebiet. Alles klar, dann ist er gut.
ist eine große Hilfe. Nein, wir kriegen die Meisterschaft. Also weitermachen. Ich bin noch nicht bereit. Aber wir müssen damit interagieren. Ah, ja, ich weiß. Ich habe es gezogen. Na gut. Ich bin auch nicht bereit. Lenk die mal ab, ich mach das Ding kaputt. So, nur eins. Eins habe ich schon kaputt gemacht, ey. Oh mein Gott. Ich muss warten. So viele Blitze und Explosionen. Und tot. Oh. Aber warum haben wir nicht so verstanden? Ich muss warten. Oh Gott. Boah, Daniel. Ich stehe still, jetzt mache ich mehr Schaden. Oh, oder was? Ja. Ich bin noch nicht bereit. Ja, von Tomana sollte ich mich vielleicht ein bisschen ausbewegen. Der ist stark wie sonst, der Kerl, ey. Hat er schon wieder ab? Ich bin noch nicht bereit. Wenn wir den Kommandanten erledigt, dann ist die Heulenflut kaputt. So läuft das doch, ne? Ja, ey, als wir noch können, wir haben mit 10 Tränke, Daniel. Ist mir der Rand aufgefallen. Nein! Mein Aua! Bin überrascht, hat der keine. Hat der keine Gegner ruft oder so noch. Das ist schon schlimm genug, da wollte ich auch noch Gegner kommen, ey. Ich nehme hier genug Schaden, ich stehe mal kurz vor dem Verrecken, ey. Ah, oh, der Bart. Das haut dir schon wieder ab, ey. Ja. Ich muss warten. Ja. Oh, Wurstschutz legendär. Aber nicht heilig, also das. Ich spiele überhaupt nichts legendäres. Das ist ein ganz heiliges Zeug, Daniel. Das ist auch geil genug. So. Wie viele von den Dingern hast du? Weiß ich nicht. 131. Okay. Dann machen wir noch ein paar platt. Ich mach diese 105. Ich habe schon 150. Ich mach diese 150er Truhe auf. Sammeln wir für dich noch ein paar. Also, bin ja doch los. Ich muss warten. Nein. Nein, dann können wir mal anderes machen. Halleluja. Sind wir wieder in Alphom Dungeon oder was? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, wir wollten in deinen Dungeon oder so. Ja, können wir machen. Ich bin noch nicht bereit. Ja, ich krieg nichts aus dieser blöden Truhe. 144 habe ich. Yeah. 146. Oh. Ja, jetzt habe ich 150, 151. Welt.
Machen wir das Ding auf und gehen nach Hause. Mehr, das nichts Geiles drin. Nimm meine Glut. 400.000 Erfahrungspunkte. Okay. Ich habe nichts Legendäres bekommen. Ich habe was Heiligens Legendäres gekriegt. Cool. Ich hasse dich. Das sind da nur. Okay, jetzt weiß ich, was das heißt. Das ist nicht einzigartig. Okay, heilige, legendäre. Die sind so weiß. Wow. Ja, ich war schon hin von ihr. Ich gehe zurück zur Körperstadt, wo es sicher ist. Ah, jetzt ist unterbrochen, der Fischer. Mann! Ich wollte mich teleportieren.